So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Guckt euch das mal an. Hinter mir liegt so weißes Zeug. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Außerdem noch eine Bitte an alle coolen Leute. Bitte spende dem Ramses jetzt ganz viel Geld, damit er sich Schuhe ohne Löcher leisten kann. Wie ich mitgekriegt habe, sind nämlich hier der Schnee so tief und überall, wo ich langlaufe, dieses komische weiße Zeug geht einfach überall in die Schuhe. Guck, du läufst irgendwo lang, du bist mitten im Schnee. So, lange Hosen brauche ich nicht. Ihr müsst also nicht für Beine spenden, nur für Schuhe, dass ich vielleicht keine erfrorenen Zehen mehr habe. Wir sind jetzt hier, da ist ein Baum, der macht hier den Schnee weg. Sehr genial. Hier bin ich jetzt hingestiefelt. Da habe ich jetzt hier auf der Bank mein Zelt aufgeschlagen, damit ich dann hier gemütlich den Raid machen kann. Ansonsten wollen wir natürlich heute den ersten Shiny Heatran Community Raid machen. Und ich möchte euch vorher erstmal kurz was zeigen, denn ein neues Event ist ja gestartet, die Sinnoh-Herausforderung. Die Leute drehen durch, alle wollen Kaumalat. Die Leute freuen sich schon auf Kaumalat-Raids. Und heute Abend in der Spotlight-Stunde, ich sage es nochmal dazu, wer Kaumalat braucht, raiden möchte, guckt heute Abend in der Spotlight-Stunde vorbei. Ich werde nebenbei die Spotlight-Stunde machen, aber Kaumalat-Raids hosten. Wer das kennt, Raids für Zuschauer, ich stelle dann einen Trainercode bereit und einen Account. Ihr addet den und werdet dann immer nach und nach eingeladen. Immer 5 Mann. Und das geht eine Stunde lang. Das gleiche mache ich auch am Donnerstag und am Freitag. Samstag während des Community Days wahrscheinlich auch. Und Sonntag vielleicht dann Heatran Raids für Zuschauer, denn es muss ja fair sein, Heatran hat auch eine Existenzberechtigung. Gleichzeitig ist das Sinnoh-Event gestartet. Alle sind auf der Suche nach Shiny Barmelin und ihr habt hier natürlich wieder eine Sammlerherausforderung. Ihr seht, was ihr hier alles sammeln müsst. Haben wir ja schon angekündigt im Infovideo, auch 2 Krypto-Pokémon dabei. Sehr gute Sache, dass ihr rausgehen müsst in dieser schweren Zeit und müsst Rocket Rüpel suchen und besiegen, damit ihr die überhaupt abschließen könnt. Das müsst ihr euch mal überlegen. Gleichzeitig haben wir den Community Day Raid natürlich wieder, den Community Raid wieder angekündigt. Und das ging heute relativ fix, dass sich da 1000 Leute eingetragen haben. Hier habt ihr erstmal nochmal eine hässliche Übersicht über Heatran. Ist vom Typ Feuer. Am besten natürlich Boden. Nehmt Boden. Wir haben das damals immer mit Sumpex und 2 Bodenattacken gemacht. 6er-Team. Oder Rihonyo mit Bodenattacken. 6er-Team. Jetzt steht hier dieses Demeteros oder was das Teil sein soll an erster Linie. Ihr habt eine Extraliste auch für Megas und Shadows. Das ist trotzdem relativ easy. Also selbst wenn ihr nur zu 4 seid, habe ich heute gelesen. Ah, wir waren nur 4, das reicht nicht. Selbst wenn ihr zu 4 seid, müsste das locker passen. Aber meine Liste, da haben sich schon 30 Leute eingetragen für den Community Raid. Und wenn ich der Reihenfolge wieder gehe, wer sich zuerst eingetragen hat und wer danach, seht ihr hier, wir haben den Cheviart, wir haben GHI, wir haben Kolidita, Jenaya, The Tiger King, Buffel Zockt, Raffi Shango, Ivarschaf 1, XY, Carsten, Jojo, Nator. An alle anderen, die danach eingetragen haben, sorry. Aber ich werde versuchen, trotzdem jeden Tag einen Community Raid zu machen. Dann aber halt ohne Video, aber wo ihr mitmachen könnt. Hier ist zum Beispiel Herbert dabei. Was ich ganz klasse finde, ist Julian Leopold. Mache mit. Ohne Trainercode, ohne Ingame-Namen, einfach nur mache mit. Da will ich mal sehen, wie er da mitmacht. Deswegen auch hier beim Kollegen, der geschrieben hat, ja, sind schon befreundet. Ich lade ja extra mit den 2 kleinen gelben Accounts ein, weil die immer Platz haben. Und deswegen müsst ihr mit denen befreundet sein, beziehungsweise die adden euch, beziehungsweise die laden ein. Da ist es egal, ob ihr mit dem großen Account befreundet seid oder nicht. Hier Feuerball Junge war dabei, Zitronenlord, als ob noch 3 Minuten schon voll ist. Ja, war leider so. Ninji, ein Moritz, Skinny, Louis Marx, Jojo wie immer zu spät. Ich freue mich aufs Video, sagt Toastbrot, Buddel wäre hier dabei, Mega Trainer Eric, Kentendo, bitte edit mich, coole Sache, Tivinus, Paula, Jonas, Drache, King Hammer. Sind aber leider alle zu spät. Die 10, also Chevy Art, GHI, Kulidita, Shenaya, The Tiger King, Buffelzock, Raffi Shango, Ivarschaf, Carsten, Jojo, Nator, die lade ich jetzt ein. Und ihr guckt mal ganz genau auf die Lobby, falls wir nicht 16 sind,
Wer von denen ist nicht reingekommen? Ich fange jetzt kurz ein Pokémon zur Überblendung und dann geht's direkt los. Da seht ihr doch mal meine Ablage. Richtig genial. Und dann schreiben immer Leute, hey, wieso kämpfst du denn mit 3 Handys? Zählt mal ganz genau, wie viele das eigentlich sind. Also 3 sind es auf jeden Fall nicht. So, es ist um 12, die Leute drehen schon wieder durch, bestimmt, wo bleibt die Einladung, wo bleibt die Einladung, ich wurde nicht eingeladen, hin und her, keine Ahnung. Wir drücken jetzt mal drauf, wir gehen jetzt überall rein, die ganzen Handys sind einfach schon nass. Wichtig sind die iPhones, weil mit denen lade ich ja ein, das heißt, die schnappe ich mir gleich mal hier. Ich habe die Leute, die ich einlade, wieder mit einem Punkt versehen. Die seht ihr jetzt nicht, weil das ist ja das andere. Ich habe auf jeden Fall alle 10 hier da. So, jetzt ging es auch raus. Der Regentropfen hat ein bisschen Stress gemacht. Jetzt ging es aber, glaube ich. Hier steht auf einmal, es können keine Einladungen versendet werden. Warum auch immer. Du hast vorerst die maximale Anzahl an versendeten Einladungen erreicht. Was? Warum? Ich bin noch gar nicht drin mit allen. Und irgendwie der Rest, keine Ahnung, auch nicht so. Ach mein Gott, schon wieder alles kaputt. Da macht man sich so viel Mühe. Steht auf, postet überall, verlinkt alles, edit die Leute, beschriftet die Leute, sonst was. Und dann funktioniert es nicht, ja? Ich gehe noch mal raus mit dem. Da gibt es doch so einen Spezialtrick. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr noch mal neu einladen. Jetzt muss ich noch mal gucken von denen, die einen Punkt hatten. So. Alter, es ist halt alles nass. Es macht einfach nichts, weil alles nass ist. Ihr könnt drücken, wie ihr wollt. Es passiert nichts. Jetzt steht wieder da, es können keine weiteren Einladungen gesendet werden. Ich habe keine Ahnung, was gerade das Problem ist. Ich stelle das trotzdem mal hin. Alles ist nass, alles ist voll geschneit. Es ist einfach bestes Wetter. Jetzt geht ja auch noch die App zu bei dem anderen. Ich stelle das mal hier hin, ich lasse das mal so, wie es ist. Sorry also an die, die jetzt nicht reingekommen sind. Keine Ahnung, 14 Leute sind es. Kuli, Shania, Chevy, Ivar Mild. Jetzt habe ich nicht mal die Zeit gehabt, das durchzugucken. Ah, das ist auf jeden Fall Community Raid, so muss es sein. Einfach nur schnell und einfach alles verkackt. Neuer Trick bei Visa-Fan TV. Hier geht's wieder aus der App hier oben, weil einfach überall die Regentropfen drauf sind und der Bildschirm einfach nass ist. Jetzt ist es auf irgendeiner Internetseite. Funky Huawei, Kauf. Nein. Es reagiert aber auch nicht mehr. Ich will doch nur zurück in Pokémon. Was ist das? Netzwerkfehler. Sehr schön. Macht keine Raids im Winter. Macht keine Raids im Freien. Macht Raids zu Hause. Lasst euch einladen. Es geht schon wieder ins Internet. Was ist das, Junge? Hier, immer zu. Irgendwo Internet, irgendwas. Neuer Tab, Gesamtverlauf. Nein, brauche ich nicht. Wo ist die App, Mann? Wo ist die App? Es geht auf und schließt sich gleich wieder. Netzwerkfehler, alles klar. Und es schließt sich wieder und ich drücke wieder aufs Internet. Das sind die Regentropfen, die auf der Pokémon Go App hängen und im Prinzip selbstständig drücken. Ich kann eigentlich gar nichts machen. Alter, das nächste Mal setze ich mich ins Auto oder grab mir ein Loch unter der Erde, mache eine Decke drüber, damit das funktioniert. Jetzt bin ich aber mal kurz gespannt. Ich habe den 100er Wert jetzt gerade nicht hier, dürfte aber nicht wettergeboostet sein. Wir drücken mal hier fix durch, ob irgendwo ein Shiny dabei ist. 2097, 2145 braucht es, glaube ich. Es reagiert noch nicht mal, wenn man auf Fangen geht, also auf Bonus-Herausforderung. Was ist das für ein Dreck? Im Endeffekt jetzt alle Handys kaputt, wunderbar. 21.3, hier ist ein Shiny. Ich muss euch mal kurz hochnehmen. Wir müssen mal kurz hier schauen. Wenn wir hier auf Bonus-Herausforderung drücken, funktioniert das wenigstens. 21.24, das ist relativ gut. Aber ihr seht, wenn ich hier drücke, es tut sich einfach nichts mehr. Hier ist ein 2097, hier tut sich nichts. Hier ist die Kamera an.
Ach, da kommt's jetzt mit 21,7 und hier ein Shiny mit 21,3. Ich würde sagen, zum Fangen gehen wir trotzdem dahin, wo es nicht so nass ist und melden uns gleich nochmal zurück, wenn wir das gefangen haben. So, wir sind zurück im Bettmobil. Wir wollen jetzt hier mal eine goldene Himbeere nehmen. Wollen die mal versuchen zu fangen. Shiny brauche ich nicht mehr. Ich habe Shiny, ich habe Lucky Shiny, ich habe sogar einen 98er Shiny. Das habe ich damals mit euch in der Raid Mania bekommen. Das Einzige, was mir fehlen würde, wäre ein 100%iges. Aber fürs 100%ige müsste ich bestimmt gefühlt 10.000 Raids machen. Ist auch drin im zweiten Ball, also habt ihr ein 100% Heatran, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das dürfte auch nicht so schlecht sein. Es ist immerhin über 21, es ist ein 93er. Auengrund Thüringen, habe ich mal schnell wieder den Standort gewechselt. Da fliegt doch noch ein Rocketballon. Von dieser Herausforderung habe ich jetzt noch nichts. Da sitzt aber alles auf einem Haufen. Ihr seht, die drei Starter sind auf jeden Fall alle auf einem Fleck. Die könnte man direkt mitnehmen. Wir können mal kurz probieren, wenn wir mit dem Schnellfangtrick versuchen, die drei Starter zu fangen, ob wir Erfolg haben. Das ist der erste. Das ist der zweite, ne? Der könnte drin bleiben mit WP12. Ach man, der ganze Bildschirm. Es ist immer noch alles nass und verkrüppelt. Also wir nehmen den mit. Hier hinten ist noch, nee, den wollte ich nicht. Ich wollte noch den Pinguin. Gut, wenn der schon drauf ist, probieren wir es halt bei ihm hier auch nochmal. Zack, und nehmen noch den Pinguin mit. Buffel zockt. Hyperfreunde, oh mein Gott. Ich hab's verschwitzt, er auch. Ich weiß nicht, ob er es verschwitzt hat, keine Ahnung. Stimmt, wir waren einen Tag vor Hyperfreunden. Jetzt haben wir den Raid gemacht. Er war auch in dem Raid. Mal gucken, Waffelzock, hast du ein Ei angehabt und hast die Punkte mitgenommen? Oder hast du es genauso wie ich einfach verschwitzt? Jetzt seht ihr hier, wir haben ein paar gefangen, deswegen sind die natürlich abgehakt. Die restlichen könnt ihr noch in Ruhe fangen. Und ich möchte euch trotzdem noch mal ganz kurz, hier sieht's aus, es hat auch so kurz einfach den ganzen Rucksack noch mal vollgeschneit. Die ganzen Taschen sind voll, alles ist voll. Und hier müsste ich jetzt das Shiny theoretisch noch haben. Mache ich hier die Helligkeit hoch, so, genau. Hier also noch das Shiny Heatran mitgenommen, einfach und schnell. Hier, guck, fürs Thumbnail verstecken wir uns extra dahinter. 21,03. Wie findet ihr Shiny Heatran? Braucht ihr noch eins? Habt ihr noch eins? Oder was ist sonst, was geht sonst bei euch so ab? Ich finde, es ist heute nicht mal so kalt wie sonst, aber es ist halt nass. Sonst ist richtig eisig und alles komplett glatt und gefroren. Jetzt ist es nicht eisig, es ist eigentlich angenehm. Dafür ist alles einfach nur feucht und naja. Das ist jetzt drin. Erster Ball natürlich, gelbe Beere verwenden. Ihr wisst, wenn ihr Shiny bekommt, aus dem Raid immer gelbe Beere nehmen. Bleibt drin im ersten Ball. Bei wilden Shinies ist das anders. Wilde Shinies können natürlich fliehen. Hat sogar ein XL-Bonbon bekommen. Ist aber eh nur ein kleiner Account, interessiert also nicht. Den packen wir jetzt hier wieder weg. Das andere packt mal alles weg. Das war's, glaube ich, von meiner Seite aus. Oh, Chevy Art. Super Freunde auch noch. Da hätte sich ja doch ein Ei gelohnt. Ich darf keine Raids mit Zuschauern mehr machen, also mit Leuten aus meiner Liste. Wir steigen da immer auf. Hier oben ist auch noch ein Kaumalad-Raid. Komm, wir erlauben uns mal den Spaß. Wir gehen mal kurz rein. Und laden einfach mal 5, die online sind, ein zu einem Kaumalad-Raid. Vielleicht haben die ja Bock, den zu machen. Hier habe ich Hopfen und Malz. Skinny, Buffel zockt. Lad mir erstmal ein. Wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, zeigt es bestimmt andere an. Nö, zeigt es nicht. Aber bei wem steht noch online? Andi der Wanderer, Eiver Schaf. Also der Hannes. Das verstehe ich nicht. Die zwei, die ich einladen will, da geht's natürlich wieder nicht. Und den ich nicht einladen will darunter, da funktioniert's. Das muss man erstmal sich überlegen, wie das hier, also diese schöne App auf jeden Fall. Ich drücke nochmal drauf. Jetzt ist hier alles ja voll. Boje Backboard. Oh, den können wir aber einladen. Und dann nehmen wir noch Kabi Samra, genau. Jetzt habe ich 5 Leute eingeladen. Ich gehe aber nicht raus. Ach, ich gehe raus. Ich warte jetzt nicht, bis da jemand reinkommt. Ich gehe jetzt raus und mal gucken, wer noch einen Kaumalad-Raid gemacht hat. Also ich müsste ja warten, bis wenigstens einer reingeht, stimmt. Dann kann ich erst raus.
Wollen wir die 60 Sekunden noch warten, ob jemand reinkommt und einen Kaumalad-Raid machen will? Ansonsten geplante Kaumalad-Raids heute Abend 16, nee, nicht 16. Ach, Ramses, sammel dich doch. Heute Abend 18 bis 19 Uhr Kaumalad-Raids für Zuschauer zusätzlich zur Spotlight-Stunde, alles gleichzeitig. Da ist jetzt einer drin, ich sehe den aber nicht, ich weiß nicht, wer da drin ist. Derjenige, der da drin war, kann es ja mal drunter schreiben. Mir zeigt jetzt hier nichts an. Ich gehe jetzt raus, ich verlasse. Beziehungsweise vielleicht sehe ich ihn ja, wenn ich das zweite Mal reingehe. Nö, hätte ich erst die App neu starten müssen. Egal, wenn er den Raid machen will, auf jeden Fall kann er jetzt den Raid machen. Ich bin raus, ich gehe heim, ich mache das Video, dann drehe ich diese Eier-Challenge vom Kanal Phänomenal. Und dann sehen wir uns heute Abend in der Spotlight-Stunde. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.